Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. So, wir sind jetzt vom Tierarzt wieder zurück. Heute hat alles geklappt. Eriks Zahnspitzen wurden geschliffen, die Zähne wurden gemacht und ich erzähle euch dann innen, was genau Sache war. Schau mal. Er kommt raus und isst. Ist noch ein bisschen schwierig zu essen, Erik. Ist noch ein bisschen schwierig, ja, gell? Also, Erik, wollen wir ein Update geben, was bei dir los war? Oh Gott, das ist ja das Schönste. Das ist ja das Schönste, Erik. Spring aus der Box und geh zum Futter hin. Also, ihr Lieben, was war los bei Erik? Er hatte Zahnspitzen. Es war schlimmer als erwartet. Also, er hat nicht nur auf einer Seite Zahnspitzen, sondern auf zwei Seiten. Und auf der einen Seite sind zwei Zähne betroffen, auf der anderen Seite ein Zahn und es hat halt in die Zunge gepiekst und ja, kein Wunder, dass er da nichts gegessen hat. Wurde jetzt alles eingeschliffen. Auf der einen Seite sind die Zähne auch schief. Da müssen wir das jetzt mal beobachten und gegebenenfalls dann nochmal einschleifen. Erik, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Er kaut natürlich noch ein bisschen komisch, ne? Das ist natürlich jetzt noch alles schmerzhaft und noch alles komisch. Super gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt die Lage. Und ja, er bekommt jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch Schmerzmittel. Hat heute natürlich auch wieder was gespritzt bekommen und ich gebe ihm heute Abend auch noch mal was, bevor ich ins Bett gehe. Ich werde die Tage jetzt auch noch zupäppeln müssen, mal schauen, wie er ist. Ja, aber auf jeden Fall noch zupäppeln und ja, aber er hat es überstanden und oh Gott, auch Erik, mein Schatzilein, oh, du bist toll. Ja, Bruno war als Begleitung mit dabei, der hat es auch ganz toll gemacht. Oh Gott. Oh Mann, aus der Box raus und schon zum Essen hin. Also er war wirklich ganz tapfer und hat es ganz toll gemacht. Ja, und ja, wie gesagt, also Essen ist jetzt natürlich noch schwierig. Und ja, aber es passt jetzt erstmal soweit wieder alles. Und jetzt müssen wir das halt mal beobachten und gegebenenfalls, ich wiederhole mich, habe ich euch ja eigentlich alles schon erzählt, aber ihr wisst es ja, ne? Man ist immer so völlig durch den Wind. Weil man einfach ja, weil man einfach emotional so da mit drin steckt und natürlich da so voll mit dabei ist. Oh, Schnucki-Lucki. Schnucki-Lucki. Naja, okay. Dann holen wir mal den Bruno aus der Box. Gell, Bruni, Bruno, holen wir dich mal aus der Box. Können wir gleich einmal noch deine Augen tropfen. Gell? So. So, Bruni, Bruno, jetzt habe ich gar keine Unterlage. Es wäre lieb, wenn du mich nicht anpinkeln würdest. Das wäre toll. Das wäre toll, Schätze. So, schau mal. Ui. Ach, Erika, du machst es super. Du machst es super. Super, Bruni, super, auch super gemacht. Ich bin so stolz auf Erik, das ist der Wahnsinn.
Er ist einfach immer noch. Das macht mich ja so glücklich. Also wirklich wahr. Erik, du bist großartig. Das macht mich echt so glücklich. Also ich habe wirklich nicht erwartet, dass er sofort aus der Box springt und gleich zu essen anfängt. Also ich habe eigentlich schon gedacht, dass das jetzt dauert. Das ist echt super. Das ist richtig, richtig, richtig super. Das ist ganz toll, Erik. Ganz toll machst du das. Jo, ganz toll machst du das. Also das habe ich echt nicht erfahren. Ach, Erik. Du machst mich so glücklich. Du machst mich so glücklich. Schaut, wie er isst. Es wird ja immer besser mit dem Essen. Ja, der Wahnsinn. Warum sind wir nicht scharf, Erik? Das macht mich so glücklich. Du bist so toll. Du bist so toll. Du machst es großartig, Erik. Du machst es ganz großartig. Du machst es ganz großartig. Und er isst immer noch. Das macht mich so glücklich. Oh, das macht mich so glücklich. Das macht mich so glücklich, glücklich, glücklich. Erik, sich mit seinem Popo ins Bild gesetzt. Hat er sich mit seinem Popo ins Bild gesetzt? Also Erik ist jetzt erstmal beschäftigt, Erik muss essen. Komm Bruni, Bruno mit zu uns. Erik sagt so, jetzt reicht's, jetzt will ich nicht weiter beim Essen gefilmt werden, ich möchte ungestört essen. Ach, mich macht das so glücklich. Schon immer, wenn die Babys was haben, das ist immer, dann geht's einem echt schlecht. Belastet einen schon sehr, aber jetzt freut's mich. So, ich richte jetzt für Bruno seinen Peppili Pep an und ich will ja nichts sagen, aber Erik ist immer noch, seit wir daheim sind. Oh nein, der Akku blinkt. Ach nee, das jetzt auch noch. So, Erik, Schatzi, schau mal her, ich habe dir noch eine Wärmflasche gemacht, dass du dich ein bisschen wärmen kannst. So, einmal eine Wärmflasche für den Erik. Ja. Das hast du großartig gemacht. Ganz toll hast du das gemacht. Ganz, ganz toll. Wollen wir noch eine kleine Höhle machen? Mache ich dir noch eine kleine Höhle? Ja? So, hat der Erik noch eine kleine Höhle. Es gibt einmal Abendessen als Vorspeise, eine Orange und einen Apfel. Und ich zeige euch das jetzt im Schlafzimmer, weil ihr im Schlafzimmer am Ladekabel hängt. Deswegen habe ich den Teller jetzt ins Schlafzimmer gebracht. Einmal Abendessen zwischen Kaufmanns Kindercreme. Ich habe den Teller wieder ins Schlafzimmer gebracht. Also es gibt ein vegetarischer Schnitzel, dieses Wallis-Schnitzel mit Gouda und Kartoffelbrei von gestern mit Champignons und Ketchup. Guten Appetit! Noch jemand großen Durst. Bruno, so großen Durst hast du. Erik ist immer noch zerknautscht von der Narkose. Also ich merke schon den Unterschied zu den anderen. Ich glaube, Erik ist echt jemand, der nicht so gut die Narkose verträgt.
und da dann doch ein bisschen länger dran zu knabbern hat. Gesundheit, Bruni. Hast du Wasser in die Nase bekommen? Ja, auf jeden Fall. Schätzi. Ja, man merkt schon noch an den Augen, die sind noch ganz schmal und klein. Und er war auch sehr lange ein bisschen wackelig auf seinen Beinen. Nicht? Bruni. Also, ich glaube echt, dass er das nicht so mit der Narkose hat. Bruni, Bruno. Aber ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, heute war ein bisschen durcheinander der Vlog. Ich darf dich eigentlich gar nicht küssen, Erdinger. Deine Ohren wurden gespült. Ich werde es morgen bereuen. Ich werde es morgen bereuen, gell? Ja. Ich habe hier das Abendessen für die Babys aufgetischt. Genau, also richtig schön viel verschiedenes Grün. Oh, und der Erik möchte Liebe. Der Erik möchte Liebe von Bruno. Ja, mein Schatz. Hast du ganz toll gemacht. Ja, gell, hast du ganz toll gemacht heute. Ja, Bruno natürlich auch, ne? Ja. Je nachdem, wie er isst, soll ich zupäppeln. Und er hat zwar vorhin gegessen, aber seitdem jetzt auch nichts mehr. Und ich merke halt schon, dass ihn die Narkose noch zu schaffen macht. Deswegen werde ich heute Nacht auf jeden Fall auch nochmal aufstehen und nach ihm schauen. Werde ich das jetzt noch so beobachten, wie es Erde geht und wie er sich so macht. Und auf jeden Fall nachts dann auch noch nach ihm schauen. Ne? Ja. Ja, er hängt schon noch in den Seilen. Ne? So eine Narkose steckt der Erik nicht so einfach weg. Das haben wir ja schon bei der Kastration gesehen. Also, ihr Lieben, dann bis morgen um 19 Uhr. Tschüss.